Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Diesmal geht es um das soziale Netzwerk von Google, Google Plus. Vor circa 2 Wochen hat Google eine neue Funktion angekündigt und die ist, wenn ihr einem Beitrag ein Plus 1 gebt, dann kann es durchaus passieren, dass dieser Beitrag mit dem Hinweis, dass ihr ihm ein Plus 1 gegeben habt, in dem Stream von Leuten erscheint, die euch eingekreist haben. Gut, ist ein nettes Feature, denkt man jetzt im ersten Moment. Vor einer Woche ging es dann los, da haben viele schon geschrieben, boah, deaktiviert die Funktion, ich möchte das nicht. Und dann kamen auch schon die ersten Anleitungen und ganz besonders Ultimaten. Wenn Leute das nicht machen, diese Funktion deaktivieren, dann werden die halt entzirkelt, entkreist, blockiert oder was auch immer. Ich habe mir in dem Moment erstmal gedacht, ja, wartet doch erstmal ab. Ich selber habe nicht so viele Kreise, ich habe eigentlich 2 Hauptkreise, lasse mir aber trotzdem eigentlich immer alles anzeigen und bisher hat mich diese Plus-1-Funktion nicht gestört. Ich muss aber sagen, dass seit 1-2 Tagen diese Plus-1-Mitteilung in meinem Stream überhand nehmen und meistens ist es sowieso Zeug, das sowieso in den angesagten Themen erscheint und ich muss sagen, ja, die Leute hatten recht, es nervt doch extrem. Deswegen von mir auch nochmal ein Video zu dem Thema für Leute, die das nicht mitbekommen haben oder weil diese Funktion halt standardmäßig von Google aktiviert war. Und wenn euch das auch nervt, wie ihr Leute darauf aufmerksam machen könnt oder beziehungsweise wie ihr selber jetzt auch nochmal mitbekommt, wie ihr es deaktivieren könnt, dazu gucken wir uns jetzt erstmal ein Android- und ein iOS-System an. iOS- und Android-System waren natürlich nur nette Umschreibungen für ein stinknormales iPhone und ein stinknormales Android-Smartphone. Auf eurem iPad oder Android-Tablet sieht das ganz genauso aus und die Vorgehensweise ist auch die gleiche. Beim iPhone einfach auf die 3 Balken auf das Zahnrad und dann auf die Teilen-Funktion hinhoppeln. Beim Android-System auf eure 3 Menüpünktchen. Auf Einstellung und ihr wisst es, auf Teilen. Und da sind wir auch direkt bei beiden. Die Hashtags für Google-Einstellung interessiert uns nicht, sondern hier dieses Plus 1 für Beiträge. Und da seht ihr, meine Plus 1 Aktivitäten sind für ausgewählte Personen sichtbar. Und hier auf dem iPhone ist es dann Benutzer definiert. Das ist meine Einstellung derzeit. Gehen wir mal rein. Da könnt ihr es ändern. Das Einfachste ist natürlich, ihr teilt es einfach privat, nur für euch und fertig oder schmeißt hier oben die Bekannten raus. Ich habe einfach einen Kreis genommen, Bekannte bei mir, wo 0 Personen drin sind. Also ich teile meine Plus-1-Beiträge mit 0 Personen und das war's und gehe damit dann auch niemanden auf den Beutel. So ändert ihr es also auf euren mobilen Geräten und jetzt gucken wir es noch am Rechner an. So, und jetzt sind wir ganz normal in unserem Browserfenster bei Google Plus. Klicken oder noch nicht mal klicken brauchen wir nicht. Wir gehen einfach mit dem Mauszeiger auf die Hütte, haben unten die Einstellung. Dann ignorieren wir alles andere und suchen nur weiter unten nach Apps und Aktivitäten und Apps und Aktivitäten verwalten. So, und dann in der Mitte haben wir noch Google stehen. Da wollen wir hin und hier ist wieder genau das gleiche Spielchen, wo ich mir anzeigen lassen kann, wem ich meine Plus 1 aufs Auge drücke. Genau, bearbeiten und da kann ich wie auf unseren mobilen Geräten eben auswählen, meine Kreise oder nur mich oder was auch immer. So, das soll's gewesen sein. Habt ein Herz für Google Plusser, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!